So, machen wir mal ein neues Video hier. Du interessierst dich für die systemische Sichtweise oder willst einfach wissen, was Systemtheorie ist? Du willst wissen, was sich dahinter verbirgt? Mit diesem Video bekommst du einen Einstieg, ohne dich zu quälen. Ein Mensch allein kann nur wenig bewirken. Gruppieren und organisieren wir uns jedoch, dann kann Unglaubliches entstehen. Aber wie kann aus einem Haufen von Individuen, können die zusammengefasst so enorme Leistungen vollbringen? Dieses Phänomen nennt sich Emergenz. Emergenz beschreibt, wie aus kleinen Dingen sich größere bilden. Mit Eigenschaften, die über die Summe der Individuen hinausgehen. Emergenz ist Komplexität, die aus Einfachheit besteht. Und sie ist überall zu finden. Bäume werden zu Wäldern und Waldsystemen, Zellen werden zu Organen, Organe werden zu Menschen, Menschen werden zu Organisationen, Organisationen werden zu Ländern und Länder werden zu Ländern verbunden. Du kannst dir das wie Schichten vorstellen, die aufeinander aufbauen und mit jeder Schicht wird es komplexer. Aber wie kann das gehen? Das kann funktionieren, indem mehrere Einzelteile nach bestimmten Regeln miteinander interagieren, um etwas Größeres zu erschaffen. Solche Regeln können sein, dass man in einem Unternehmen Beschlüsse gemeinsam im Team trifft. Das kann aber auch sein, dass man die unbewusste Regel hat, wer früher geht, der wird komisch angeguckt. Also Überstunden sind die Regel. Und solche Regeln müssen den Teilnehmenden nicht einmal bewusst sein. Man merkt nur, dass diese Regel besteht, dass man zum Beispiel, wenn man eher geht, irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt wird. Und was dann passiert ist, dass wir auf diese komische Reaktion natürlich auch wieder reagieren und uns gegebenenfalls wieder in das System einfügen. Wenn wir systemisch denken, dann gibt es keinen Chef, der von oben befiehlt und alles nach seinem Willen läuft. Sondern es ist vielmehr so, dass es viele Einzelteile gibt, die sich austauschen und nach deren verstandenen Feedback interagieren. Lass uns mal ein Gleichnis aus der Natur nehmen. Imker nennen die Gesamtheit eines Bienenvolkes den Bienen. Und du kannst den ganzen Bienen nicht anfassen, sondern nur die Einzelteile. Und jedes Teil in einem Bienenstock ist auswechselbar, sogar die Königin. Denn stirbt sie, zieht sich das Bienenvolk einfach eine neue. Die Königin allein gibt auch keine Anweisung. Wie soll sie das auch machen bei 60.000 Bienen? Die Königin spielt also auch nur eine Rolle im größeren Ganzen und ist allein sogar nicht mehr überlebensfähig. Und dieses Gleichnis kannst du auch auf Organisationen anwenden. Du kannst die Einzelteile berühren, aber nicht die Organisation. Du kannst ein Büro und einen Chef berühren, aber das ist nicht dieses, oder die sind nicht die Organisation, sondern nur ein Teil dessen und zusätzlich auch noch auswechselbar. Organisationen bestehen aus ihren Interaktionen. Aus den Kommunikationen. Es ist genauso wie bei den Bienen. Die Einzelbiene ist auswechselbar. Der ganze Stock braucht jedoch die Bienen für die Aufrechterhaltung der Kommunikation in Form von Gerüchen und Kommunikationstänzen. Und hier haben wir eine ganz neue Sichtweise. Lass uns das mal anwenden auf deinen Alltag. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich auf der Arbeit vielleicht ganz anders benimmst, als wenn du mit deiner Familie zusammen bist? Oder dass du dich nochmal ganz anders verhältst im Supermarkt an der Kasse? Das ist für dich und alle anderen ganz normal. Was jedoch passiert ist, dass du dich unbewusst in das System Arbeit begibst oder in das System Familie oder in das System Supermarkt. Die Supermarktangestellte würde sicherlich ganz schön komisch gucken, wenn du reinkommen würdest und sie erstmal drückst und fragst, wie es ihr geht. In deiner Familie ist das durchaus normal. Die wiederum würden wahrscheinlich komisch gucken, wenn du im Vorbeigehen guten Tag sagst. Wir passen uns also an das jeweilige übergeordnete System an. Aber warum machen wir das? Weil es uns was nützt. Es bringt dir einfach Vorteile, dich systemkonform zu verhalten. Eine Körperzelle im menschlichen Körper wird für ihren Einsatz, für den größeren ganzen Körper, mit Nährstoffen versorgt. Die Biene im Bienenstock erhält Schutz und Wärme. Und wenn du im Supermarkt mitmachst, wird nicht die Polizei gerufen, sondern du kannst relativ energieeffizient Waren mit nach Hause nehmen. Systeme instrumentalisieren uns also auch ein Stück, weil wir etwas davon haben. Das heißt nicht, dass du dich systemkonform verhalten musst. Du kannst dich natürlich auch anders verhalten. Jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich systemkonform verhältst.
Und das merkst du an einem Verhaltensdruck, an einem Anpassungsdruck. Und auch wenn wir es nicht beabsichtigen, es liegt einfach in unserer Natur, ständig neue, uns übergeordnete, komplexere Systeme zu erschaffen. Wie beispielsweise die Familie, Unternehmen oder auch Gesellschaften. Die Systemtheorie liefert uns jetzt ein Erklärungsmodell, wieso diese Dinge so stattfinden, wie sie stattfinden. Sie beschreibt, welche Eigenschaften Systeme besitzen und bietet uns völlig andere Perspektiven zum Umgang mit uns selbst, dem psychischen System, mit anderen sozialen Systemen, aber auch mit einem biologischen, dem biologischen System. Die Systemtheorie ist eine Theorie, die die Wirkweise von sogenannten offenen Systemen beschreibt und wie diese Systeme miteinander interagieren. Und ich habe sie schon erwähnt, ich möchte jedoch nochmal explizit drei Arten von Systemen vorstellen. Das sind einmal die biologischen Systeme, also Zellen, Zellverbunde bis hin zum menschlichen Körper. Systeme können psychisch sein, sogenannte Bewusstseinssysteme in Form von unseren Psychen, die mit Gedanken operieren. Und Systeme können sozial sein, also Familien, Organisationen, wie beispielsweise Schulen und Unternehmen, die mit Kommunikation operieren. Und die Systemtheorie findet bei all diesen Arten von Systemen Anwendung. Sie ist also eine echte Theorie für die Praxis. Und wenn wir uns die systemtheoretische Brille aufsetzen, dann denken wir in Systemen. Dann gibt es keine Menschen mehr, sondern nur noch biologische Systeme, psychische Systeme oder auch Bewusstseinssysteme und soziale Systeme. Der Mensch wird dann also nicht mehr als Einheit wahrgenommen, sondern als Zusammensetzung aus Systemen. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Mit Systemtheorie lässt sich erklären, warum es keine objektive Wahrheit gibt, warum wir Kommunikation nicht steuern können, wie Missverständnisse zustande kommen, warum sich Menschen mitunter irrational verhalten, wie Gruppenphänomene zustande kommen und warum du von anderen manchmal nicht so gesehen wirst, wie du dich eigentlich selbst siehst. Sie bietet dir also ein Modell, Phänomene auf völlig andere Art und Weise zu verstehen.